Square Enix liefert Premium-Content für die iPhone-Plattform. Eine Entwicklung aus dem Team, was sich beispielsweise für Wild Arms oder Final Fantasy verantwortlich zeigte. Jetzt hier mit einem exklusiven iPhone-Titel im Polygongewand eines Final Fantasy 8, könnte man meinen. Man ist in einem Zweiergespann unterwegs. Es ist ein wirklich erstmals ernsthaftes Polygon-RPG. Schön, dass die Entwickler diese Plattform so ernst nehmen. Es durchbricht damit auch die magische Preismarke von 10 Euro, die immer so als Obergrenze angesetzt war. Das Spiel an sich ist ein klassisches RPG mit Zufallskämpfen, mit Bossfights, mit viel Geschichte drumherum. Man ist in einem Zweiergespann unterwegs, kann auch seine Angriffe entsprechend planen. Das heißt, entweder er greift solo an oder im Team. Magieeinsatz, Aufrüsten von Gegenständen, Waffen, Kleidung etc. alles vorhanden. Immer durchsetzt mit so kleinen Rätseleinlagen. Die sind ganz süß gemacht und lockern das ganze Geschehen auf. Die Welt ist unglaublich groß. Ich habe die erste Stunde erst reingespielt. Man spricht von 8 bis 20 Stunden, je nachdem, wie viel man macht. Die Dialoge sind in Englisch und in Japanisch abrufbar und in geschriebener Form. Grafik, Musik, top-notch, könnte man sagen, oder wie man so schön sagt. Wirklich eine extrem beeindruckende Präsentation, die diese ganze iPhone-Plattform auf eine ganz andere Ebene hebt, meines Erachtens. iPad-Version hoffentlich bald. Im Moment ist das eine iPhone-exklusive Geschichte und Square Enix, Respekt dafür. Sieht fantastisch aus. Ich spiele jetzt weiter rein und freue mich, was da noch so kommen mag.